Vier Bankenpleiten in den USA plus Credit Suisse. Hat man mit den Rettungsmaßnahmen jetzt eine neue Krise verhindert? Oder ist der Absturz von Credit Suisse jetzt erst der Auftakt für was Schlimmeres, so wie Bear Stearns 2008 der Auftakt war für die Finanzkrise? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Das Wunder des Lebens, aber auch seine ganze Zwiespältigkeit. Die Kunst und die Literatur beschreiben das immer wieder, aber keine Gattung trifft so gut wie der Tierfilm. Auf der einen Seite das fröhliche, bunte Leben, aber auf der anderen Seite eben auch ein erbarmungsloses Fressen und gefressen werden. Und das meistens vor herrlichen Landschaften. Jeder ist da ständig hin und her gerissen zwischen Gier und Angst, genauso wie der Anleger. Nur im Tierreich ist es so, man kann eben nicht ständig Panik schieben und darum gewöhnt man sich an einiges. Und darum gibt es auch immer wieder Bilder von Erdmännchen, die ruhig dastehen und Gazellen, die friedlich grasen, obwohl ein paar Meter weiter der Löwe schon sitzt. Die denken sich eben, naja, es kommt, wie es kommen muss und ich kann jetzt auch nicht immer nur wegrennen, dann komme ich ja zu gar nichts mehr. Oder vielleicht denken Sie sich auch, die Tatsache, dass da drüben ein Löwe sitzt, das ist am Markt schon eingepreist. Also behalten wir es mal im Auge und wenn der Löwe eben losrennt, dann rennen wir halt auch los. Und so machen es zurzeit auch die Anleger. Vier Bankenpleiten in den USA in weniger als 2 Wochen und dann noch der Absturz der Credit Suisse. Das hat uns alle sehr erschreckt. Aber die US-Banken, die kriegen jetzt ganz viel Notenbankenliquidität und es gibt ja auch von der US-Regierung eine umfangreiche Garantie dafür die Kundeneinlagen und die Credit Suisse ist gerettet worden, in Anführungszeichen, von der Regierung und von der UBS in der Nacht- und Nebelaktion. Dazu komme ich gleich noch. Mit anderen Worten, alles jetzt wieder okay, Krise vorbei, der Löwe hat laut gebrüllt, aber jetzt liegt er schon wieder im Gras und pennt. Und dann ja auch noch die Fed gestern, wo Jerome Powell erstmals gesagt hat, ein Ende der Zinserhöhungen ist jetzt langsam auch in Sicht. Es haben sich viele zwar noch mehr erwartet von ihm, aber unterm Strich ist es ja auch eine gute Nachricht. Aber apropos Fett, mir ist ein böser Schnitzer passiert in meinem Video am Montag, weil da habe ich gesagt, morgen, also Dienstag, da sei dann die Fett-Zinsentscheidung. Sie war aber natürlich erst gestern am Mittwoch, das haben viele von Ihnen ja auch gemerkt. Und ich würde jetzt gern sagen, ich habe das irgendwo falsch gelesen oder sowas, aber es stimmt nicht. Ich bin einfach davon ausgegangen, keine Ahnung warum, und ich habe es auch wirklich nicht nochmal überprüft. Dabei sind die Fed-Termine fast immer am Mittwoch. Aber Sie haben es mit Humor genommen und darum an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Sie. Sie sind ein großartiges Publikum. Bei einem Kanalabo ist ja vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Aber was rede ich immer? Dabei ist es furchtbar einfach, das Ganze auf Abonnieren gehen, dann die Glocke drücken, dann sehen Sie auch, wenn neue Videos da sind und müssen sich die auch nicht mehr zusammensuchen und solche Dinge. Aber wenn Sie nicht wollen, dann wollen Sie nicht. Überspringen wir einfach das heikle Thema. Überspringen wir es und gehen wir gleich zu der Frage, droht jetzt wieder eine große Bankenkrise wie 2008? Viele sagen, man kann das nicht vergleichen. Und es stimmt ja auch zum Teil. Aber ein paar Sachen sind doch ganz interessant. Und vor allem, die meisten erinnern sich hauptsächlich an diesen Crash 2008, weil überraschend Lehman Brothers untergegangen ist. Das stimmt aber nicht so ganz, sondern es war eine Krise, die sich fast ein Jahr lang schon aufgebaut hat, auf die der Markt auch negativ reagiert hat. Sie ist dann nur mit Lehman Brothers komplett eskaliert. Es ging damit los, dass der Markt die Jahre vorher stark gestiegen ist. Das ist der breite S&P 500 Index von 1997 bis 2009. Der Chart ist von TradingView.
Der Markt hat sich stark erholt von der Dotcom-Krise, von 9/11, vom Ausbruch vom Afghanistan-Krieg. Die Wirtschaft hat sich so stark erholt wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die Börsen haben viel Schwung gehabt. 2007 im Herbst war dann auch das neue Allzeithoch. Das Hoch aus dem Jahr 2000 ist überwunden worden. Das hat man gefeiert als einen Riesendurchbruch, als ein unglaubliches Kaufsignal. Danach ist es dann natürlich uminterpretiert worden zum Doppeltop. Da ist die Charttechnik ja immer flexibel. Das einzige Problem damals: Die Inflation ist gestiegen und die Fed hat die Zinsen angehoben. 2007 bis auf 5,25%. Das Problem kennen wir ja auch. Und was interessant ist, kurz vor dem Allzeithoch, da hat die Fed den Leitzins schon wieder gesenkt. Man hat also vor dem Absturz eben kurz nochmal ein Allzeithoch gekriegt, als man gesehen hat, jetzt kommt die Zinswende. Das jetzt nur mal für die, die glauben, wenn die Fed die Zinsen erst senkt, dann muss automatisch eine große Rallye kommen. Die Fed hat erstmals gesenkt am 18. September 2007, 2 Wochen vor diesem Allzeithoch, mit ausdrücklichem Verweis auf eine sich schon anbahnende Immobilienkrise. Und sie hat anschließend sogar in schnellen Schritten abgesenkt auf nur noch 2% bis Ende April 2008, also noch vor der Krise. Und die Grafik hier ist von Trading Economics, die Leitzinsen in den USA. Und sie hat dann aber im April gesagt, noch mehr Leitzinssenkungen gibt es nicht, weil die Inflation immer noch zu hoch ist. Nur nach Lehman Brothers, da hat sie dann doch senken müssen und dann sogar auf 0 bis 0,25%. Es war natürlich anders als heute eine Immobilienkrise. Und Sie erinnern sich vielleicht, große Pakete von Subprime-Krediten, Giftpapiere, gebündelt von gierigen Bankern, wie man dann später immer gesagt hat. Dabei haben die ja gar nicht großartig vertrieben, sondern das meiste selbst behalten. Sonst wären ja auch die Bankkunden pleite gegangen in erster Linie und nicht die Banken selber. Und abgesehen davon, verpacken und bündeln, das ist natürlich auch ein Trend. Und wir finden ja auch alle zum Beispiel ETFs ganz besonders toll. Da schaut man auch nicht genau, was da gerade drin ist. Die bilden eben einen kompletten Markt ab und das wollen wir ja auch. Und wenn man Risiken breit streut, dann verschwinden sie ja auch angeblich. Das hier ist zum Beispiel das Erdmännchen Gerd, das mag auch gerne ETFs. Aber Scherz beiseite. Da dachte man eben auch, wenn man das alles bündelt, dann hat man das Risiko im Griff, bis der komplette Markt gekippt ist. Und es stimmt schon, es war eine Subprime-Krise und die Banken haben sich natürlich auch massiv verschätzt. Es war aber nicht nur das. Die erste systemrelevante Bank, die Schwierigkeiten gehabt hat, das war Bear Stearns, 4 Monate vor Lehman Brothers. Und die sind dann übernommen worden von JP Morgan für einen Apfel und ein Ei. Man kann es durchaus vergleichen jetzt mit der Credit Suisse. Das Ganze war am 30. Mai 2008, das war mein Geburtstag. Ich kann mich auch noch dunkel erinnern, dass ich mir da sowas gedacht habe wie, naja, ist ja auch ein ganz schönes Geschenk, vielleicht haben wir dieses schwierige Thema ja jetzt hinter uns. Aber nichts war. Das ist der S&P 500 nochmal rein nur für das Jahr 2008. Der Markt hat sich eigentlich erst schon stabilisiert gehabt. Aber die Rettung von Bear Stearns, das war der Anfang vom Ende. Danach ging es Schlag auf Schlag. Immer mehr schlechte Nachrichten, immer mehr Abschreibungen. Und im Juli hat der Bankensektor dann schon 400 Milliarden Dollar abgeschrieben gehabt auf Hypothekenpapiere. Und dann eben im September Krise bei Fannie Mae und Freddie Mac, die staatlichen Hypothekenfinanzierer, Krise bei Merrill Lynch und Krise bei Lehman Brothers und damit dann der Zusammenbruch. Merrill Lynch ist übernommen worden von Bank of America, Fannie Mae und Freddie Mac, die sind vom Staat gerettet worden mit 187 Milliarden Dollar. Es hat aber trotzdem nichts mehr geholfen und Lehman Brothers hat dann keiner mehr gerettet und damit war es aus. Das Nahtoderlebnis des Finanzsystems. Aber war das alles wirklich nötig?
Ich habe Ende 2008 da mal rumgerechnet. Was wäre der maximal mögliche Schaden bei den Subprime-Krediten? Natürlich Pi mal Daumen, aber ganz pessimistisch, Sie kennen mich ja. Ich habe gerechnet mit 2 Millionen Ausfällen und einem Schaden für die Banken von 250.000 Dollar pro Immobilie. Ist gleich Gesamtschaden 500 Milliarden Dollar. Ist sehr viel Geld, klar. Aber zu der Zeit, da haben die Banken 3 Billionen Dollar schon abgeschrieben gehabt. Haben sie also 2,5 Billionen umsonst abgeschrieben. Auch wenn man jetzt die Derivate drauf noch dazu nimmt und die Derivate auf die Derivate, aber sie haben sehr wahrscheinlich viel zu viel abgeschrieben, weil es war dann ja auch nicht so, dass Millionen von Hypotheken geplatzt wären und die Giftpapiere waren eben auch nicht wertlos. Es gab nur keinen Markt mehr dafür und das Vertrauen war weg. Und das ist die große Schwäche vom Finanzsystem. Sobald man davon ausgeht, dass es kippen könnte, dann kippt's auch. Und das kann man eben auch nicht beheben. Man kann nur versuchen, so wie die Erdmännchen, dass man eben nicht dran denkt. Man hat uns jetzt jahrelang erzählt, sowas wie die Finanzkrise kann heute nicht mehr passieren, weil die Banken jetzt viel stabiler sind und viel mehr Eigenkapital haben. Seit letzter Woche wissen wir, dieses Argument ist völlig wertlos. Die US-Banken sind gekippt wegen nichts. Und Eigenkapital, nehmen wir die Credit Suisse, die hat ja bei allen Schwächen ordentlich Eigenkapital gehabt, eine Kernkapitalquote von 14,1%. Sie hat außerdem von der Schweizer Notenbank eine Kreditzusage auch noch bekommen von 50 Milliarden Franken. Also was denn noch? Und trotzdem ist die Aktie weiter abgestürzt und trotzdem hat man gemeint, man muss die jetzt retten durch einen Notverkauf an die UBS per Notrecht unter Ausschluss der Wettbewerbskommission, unter Ausschluss der Mitbestimmung der Aktionäre. Für die Credit Suisse Aktionäre war das ein Riesenschaden und außerdem auch für die Halter von diesen Nachranganleihen von 16 Milliarden Euro. Das Geld ist auch weg. Wenn wir jetzt also sagen, wir haben seit der Finanzkrise Rettungsmechanismen für sowas und es gibt unbegrenzt Garantien und Notenbankgeld, warum hat es der Credit Suisse dann nichts mehr gebracht? Weil die Aktionäre und die Anleihegläubiger genau wissen, für uns bleibt trotzdem nichts mehr übrig. Das ist ja auch ein Ergebnis von der Finanzkrise, wo sich viele ja so über die Bankenrettungen aufgeregt haben, dass man sich jetzt eben in der Politik einig ist, die privaten Investoren, die dürfen von so einer Rettung auf gar keinen Fall profitieren. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass sie in der nächsten Krise eben genauso wieder fliehen werden und man kann dann die Banken vielleicht schon alle retten, aber man kann sie dann gleich auch komplett unter staatliche Verwaltung stellen, weil die Privatinvestoren, die fassen das erstmal nicht an, die sind dann erstmal weg. Und was Garantien für Kundengelder betrifft, Sie erinnern sich damals, als Angela Merkel und Peer Steinbrück sich hingestellt haben und gesagt haben, die Ersparnisse der deutschen Sparer sind sicher. Das war wahrscheinlich richtig in der Situation. Aber auf der anderen Seite ist es genauso, wie wenn man sagt, die Titanic ist eisbergsicher. Ja, ist sicher, passt schon. Also es stimmt eben nicht. Der Staat kann das gar nicht leisten. Er hätte es nicht leisten können. Und in den USA ist jetzt angeblich sogar über eine Einlagensicherung diskutiert worden für alle Sparguthaben in Höhe von 18 Billionen Dollar. Das würde die Sparer bestimmt auch beruhigen. Aber vergessen wir mal nicht, wir reden da gerade über eine Regierung, die die Schuldenobergrenze überschritten hat wieder, die wieder im Notbetrieb läuft, die eigentlich schon zahlungsunfähig ist. Wie will man sich auf sowas jetzt einigen mit den Republikanern, wenn man da noch nicht mal bei der Schuldenobergrenze weiterkommt seit Monaten? Und was auch noch oft gesagt wird, ja, damals in der Finanzkrise, das waren undurchsichtige Papiere der Banken und diesmal seien es aber transparente Staatsanleihen und das sei leicht handelbar. Das ist auch zum Teil richtig,
Aber ich stehe da nach wie vor auf dem Standpunkt, dass das ja gerade unglaublich bezeichnend ist, dass diesmal die Banken schon kippen wegen Buchverlusten bei Staatsanleihen. Das wäre 2008 den bösen, gierigen Bankern nicht passiert. Und es zeigt uns aber auch, es ist egal, warum die Leute panisch werden. Entscheidend ist einfach, dass sie panisch werden. Und echte harte Gründe für eine richtige Panik, die können ja auch immer noch kommen. Und ich habe das Gefühl, dass auch schon so ein bisschen beschlossen worden ist, was das dann für ein Grund sein wird. Das ist dann Commercial Real Estate, die Gewerbeimmobilien. Plötzlich kommen sie hoch als Thema. Hier in der New York Times, aber auch in der Financial Times und auch bei Bloomberg und bei vielen anderen. Ein Markt mit einem Volumen von 20 Billionen Dollar, der natürlich unter hohen Zinsen leidet. Und die Hälfte aller Kredite in dem Sektor, die liegen bei den Banken oder sind von denen weitergegeben worden in gebündelten Verbriefungen. Was auch sonst, ist das nicht herrlich? Naja, heißt es jetzt, dass zwangsläufig eine neue Krise muss, kommen muss? Natürlich nicht. Aber ich halte es eben auch für naiv, wenn wir glauben, weil man jetzt ein paar Banken gerettet hat und weil man wieder ein paar Maßnahmen angewendet hat und eingeführt hat, dass das Thema jetzt damit vom Tisch ist. Die steigenden Zinsen, die setzen das System eben unter Stress. Das war 2000 so, das war 2008 so. Und die globale Verschuldung hat sich seit der Zeit vor der Finanzkrise verdoppelt, und zwar relativ zur Wirtschaftsleistung. Und wenn Sie jetzt sagen, na, was soll ich dann aber machen, wenn ich das Gefühl habe, so eine Finanzkrise rückt näher? Wir haben am Dienstag einen Zukunftsmärkte-Report verschickt, wo es darum ging, was ist in der letzten Finanzkrise nicht gefallen, was hat da standgehalten oder ist sogar gestiegen, in was hätte man investiert sein müssen. Und der Report, der ist jetzt im Archiv zusammen mit über 100 anderen Reports von uns aus den letzten Jahren. Und das ist alles gratis für Sie. Sie können es auch sofort lesen. Einfach einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Das heißt jetzt nicht, dass alles wieder ganz genauso kommt wie in der Finanzkrise, aber Sie sehen einfach mal, wie es damals so gelaufen ist. Und abgesehen davon, jede Krise ist auch eine Chance, das wissen wir aus dem Tierfilm. Es geht immer irgendwie weiter wieder, wenn man es erstmal lebend überstanden hat. Der Löwe liegt im Gras und das tut er schon lange. Und manchmal brüllt er nur, aber manchmal rennt er vielleicht auch los und richtet ein Blutbad an. Darum, Panik bringt nichts, aber man sollte ihn schon im Auge haben. Also geben Sie bei Google in nächster Zeit ab und zu vielleicht mal so Dinge ein wie Interbankenmarkt oder Banks Liquidity und solche Sachen und verfolgen Sie das Ganze natürlich auch sonst. Vielleicht ja auch mit diesem Kanal, wie gesagt, einfach abonnieren, dann auf die Glocke gehen. Und ich versichere Ihnen hiermit, solange Sie hier dabei sind als Kanalabonnent, solange sind Ihre Ersparnisse sicher. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.